Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners, hier bei der Bottle Market 2021 in Bremen, gemeinsam mit Sebastian Büssing als Brand Ambassador von Loch Lomond. Yay, endlich haben wir ein bisschen Zeit hier zusammen. Wir wohnen nicht so weit auseinander, aber wir müssen uns in Bremen treffen. Unfassbar. So ist das momentan. Sehr gut. Du hast hier zwei nette Dinge hier am Single Cask, oder? Erzähl mal ein bisschen. Also ich habe einmal ein Pinot de Charon Single Cask, was meinen Namen trägt, was ich sehr, sehr cool finde. Das ist unfassbar lecker, muss ich ganz ehrlich sagen. Und zwar Pinot de Charon, kennen wahrscheinlich nicht viele, ist ein junger Süßwein gemischt mit Cognac, danach nochmal in Fässern gelagert. Und dann kam unser Inchmorin-Style, die fruchtige Variante, als Finish für ein Jahr in das Fass. Okay, sehr, sehr lecker. Gut. Und die zweite Variante ist ein Peated, 16 Jahre, aus dem Tawny-Port-Fass, ein Jahr Tawny-Port-Finish, extrem lecker. Super. Ich habe irgendwo gehört, dass diese Inchmoren und Inchmören also irgendwann abgeschafft werden. Ist das ein Gerücht? Das ist ein Gerücht. Also wenn du uns unsere Standard-Range anguckst, also ich nehme einmal hier. Weil man das nicht aussprechen kann. Ich dachte, es sollte einheitlicher werden irgendwie. Es ist einheitlicher geworden. Also ich halte jetzt einfach mal beide Flaschen. Also man sieht Loch Lomond 12 Jahre. Da ist nichts quasi mit dabei. Aber wir haben auf jeden Fall trotz alledem die Island Collection. Ja. Inch ist immer Insel, Moen ist Peat, Murren ist Gras. Ja. Das wird immer bestehen bleiben, das ist gar kein Problem. Aber früher stand das für Inchmorin. Ganz oft meine Erklärung, weil die Leute kamen, ich hätte gerne einen von der Inchmorin Distillery. Ja. Und das aus den Köpfen rauszubekommen, sind wir dann gegangen. Wir haben ein einheitliches Label, Loch Lomond, das jeder weiß. Loch Lomond Distillery ist dafür verantwortlich. Und Inchmorin ist einfach nur ein gewisser Stil, wie wir destillieren. Genauso wie Inchmorin, die Peated-Variante, dass man das auseinanderhalten kann. Das meinte ich, weil das war schon für manche Leute wie kleine Jasons hier auch mal verwirrend. Sehr gut, sehr gut. Also ihr habt ganz tolle Produkte, so von Anfänger-Whiskys bis hin hoch dann zu sehr, sehr anspruchsvolle Whiskys denn da. Ja. Nimm einfach mal ganz kurz zwei. Wir haben jetzt hier diese Hand, was ihr vorhin gesehen habt, gehört da Julia Nornay, meine Supernase, genau. Also welche Whisky würdet ihr diese Dame hier empfehlen? Erst einmal, du kommst auch mit ins Bild, komm hier. Hallo. Schön, dich hier auch zu haben. Also das Schöne ist, bei Julia muss ich gar keinen Whisky empfehlen, weil die hat gerade eben wieder ihre Spürnase walten lassen und hat den 18 Jahre alten, ein unschlagbares Dingen, ist der drittgünstigste 18 Jahre alte Whisky. Extrem vielschichtig, schöne Holzfassreifung, schöne, leichte, würzige Komponente ist mit dabei, weil wir 15% Rauchmalz mit drin haben. Ist sagenhafter Whisky, muss ich einfach sagen. Sehr gut. Preislich? Bei 65 Euro UVP braucht man nichts gegen sagen. Wahnsinn. Und jetzt hast du einen Jason hier, der nicht Rauch macht. Also was würdest du da mir jetzt hier nicht von der Single Cask, sondern Jason, das musst du mal probiert haben. Jason, du musst den 14 Jahre alten probiert haben. Ah. Finish 6 Monate Virgin Limousin Oak, 12 Monate Second Fill Virgin Limousin Oak. Das ist dein Ding. Hast du ein Glas hier für mich? Ich habe keinen mit. Aber ein Glas? Mir, schenk ein. Aber das Problem ist, ich muss mich einmal umdrehen. Ich mach das mal. Kein Problem. So, wenn er das hier macht, werde ich einfach mal nochmal die Exclusive Casks hier hochhalten. Also ganz coole Sachen. Du hast keinen Preis genannt davon, oder? Soll ich einen Preis nennen? Ja, bitte. Wir sind bei meinem Exclusive Cask aus dem Pinot de Charon sind wir bei 75 UVP. Ja. Und bei dem Tawny Port 16 Jahre sind wir bei 95 UVP, ja, was sehr preislich fair ist. Bei dem, den ich dir jetzt empfehle, okay. So sieht's aus. Sorry. Julia sagt hier unsere Leckerbissen. Ja. Wer flüssiges Dessert mag, ist da aufgehoben. Jetzt hast du hier den 14 Jahre alten, steht drauf Fruit and Cinnamon. Ja. Ich weiß, eigentlich bist du nicht so ein Cinnamon-Freund. Oh doch. Also doch schon. Wie heißt das, dieses Red Bull heißt es nicht, sondern Kaugummi. Ja. Also, ja, ich weiß genau, was du meinst. Genau. Lecker. Das ist ein leckeres Kaugummi auf jeden genau, Fall. Genau, also Big Red. Big Red, wow, genau, Big Red. Mein Gehirn hat echt gearbeitet. Bam, also, Jason, ich bin beeindruckt. Aber und sehr fruchtig. Sehr fruchtig, weil es wieder in Inchmorin-Style ist, aber durch das Finish in den Virgin Oaks richtig schöne, würzige Tiefe mit dabei. Mhm. Schon ein leckeres Teil, kennst du, glaube ich, selber noch nicht. Das ist echt gut. Du hast schon einmal empfohlen und da habe ich, jetzt bin ich mit dem Zug hier, ich kann hier tatsächlich trinken, jetzt hier am Ende des Tages. Super. Endlich mal alles richtig gemacht. Genau. Also der Virgin Oak kommt echt richtig gut durch. Also gut, ja. Auch wenn es nur 6 Monate First Fill Virgin Oak ist und 12 Monate Refill, ist schon ein lecker Teilchen, oder? Und dann die Fruchtigkeit.
Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wobei, wir haben den Loch Lomond 14 tatsächlich in einem Blind Tasting einmal gehabt. Und bei mir war es ziemlich weit vorne. Ich weiß noch, wir haben 6 Stück gehabt, du warst nicht dabei. Es war ein Double Blind. Ja. Und ich meine, der Trick dabei war, da waren alle nur 14 Jahre alte Whiskys. Ja. Und das haben sie vorher nicht gewusst. Die haben auch in der Alter getippt. Die waren zwischen 8 und 29, glaube ich. Einer hat getippt. Und diese Whisky hat bei mir sehr, sehr gut abgeschnitten, weil es dieses wunderschöne Virgin Oak, diese Eiche-Moment gab. Ja. Und bei anderen, der ist nicht ganz so gut abgeschnitten, weil es zu eichig war, verglichen mit den anderen, die da waren. Aber allerdings die Blogger, wo es rauskam, ich glaube, das war Anfang des Jahres ungefähr. Letztes Jahr Oktober, genau. Ja. Also das war schon sofort so ein Hit, wo man sagt, man muss das mal probiert haben. Genau. Und deshalb gemacht. Also ich bin hier hellauf begeistert. Preis? 54 UVP. Super. Kann man nicht meckern. Sehr gut. Whisky-Messen, wo bist du als nächstes dabei? Hast du jetzt schon Weihnachtspause? Wenn alles gut läuft, nächste Woche nochmal in Frankfurt, Inter-Whisky, Pflichtveranstaltung. Und was ich jedem Whisky-Fan ans Herz legen kann, ist direkt im Januar, zweites Januar-Wochenende, Trebsen. Traumhaft schöne Messe. Okay, Jens macht, ja? So sieht's aus. Jens Fahr weiß genau, was zu tun ist. Das wird cool sein. Da war ich vor 2 Jahren auch dabei und das erste Mal knuffig, so ein Messe. Ja. In einem Schloss. Ja. Dazu, wir haben immer perfektes Wetter, Schnee, es ist immer draußen schön weiß. Genau. Dazu blauer Himmel, was will man mehr? Es war knackig kalt, da hast du recht. Ja. Perfektes schottisches Whisky-Wetter, oder? Sehr gut. Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht deines Amerikaners. Loch Lomond ist schon eine Brennerei, die man sich einmal durchprobieren muss und immer wieder neu im Schrank stellen darf, finde ich einfach mal. Nicht alles, aber vieles davon schon. So sehe ich das auch und Geschmäcker sind verschieden, von daher probieren, probieren, probieren. Tschüss. Ciao.